Gelsenkirchens zu Hause. 1977, 78, 79 war es hier sehr triste. Ich sag mal klar, Vater war auf der Arbeit, die Mutter hat gekocht zu Hause. Kinder waren immer draußen. War alles ein bisschen düsterer, schmutziger. Es war alles im Wandel. Und dann kam ja glücklicherweise Anfang der 80er die New Wave of British Heavy Metal. In der Szene gab den Ausdruck Thrash Metal überhaupt nicht. Ich glaube, es war ein englischer Journalist, der das Wort Thrash erfunden hat, irgendwie in einem Artikel. Was verprügeln, das hieß ja dann Thrash Metal. Dass man die Leute davon auch überzeugt hatte, dass man mit H schreibt. Am Anfang Creator Solemn Destruction, Tankard, das war nur wildes Zeug damals. Wir wollten ausbrechen, wir wollten einfach frei sein und das bedeutet Thrash Metal. Wir aus der Arbeiterjugend haben dann angefangen, so ein bisschen Musik zu machen. Ne?